Prüfung, da wird man eigentlich das ganze Jahr darauf vorbereitet und muss im Prinzip noch das wiederholen, was man das ganze Jahr lernt. Klassenhalt war für mich, oder der Kampf um den Klassenhalt, schon eine neue Erfahrung natürlich auch. Dann in der turbulenten Zeit dann direkt vor die Mannschaft zu stellen, das ist sicherlich stressiger, aber es macht auch mehr Spaß, als Prüfung zu schreiben. Ja, am schwersten war am Ende natürlich die Doppelbelastung. Also da den Fokus auf den Verein zu legen und trotzdem für die Prüfung das Nötige zu tun, dass man einfach in der ordentlichen Note auch bestehen kann. Und das war sicherlich schon eine harte Belastung und bin auch erleichtert, dass es jetzt vorbei ist. Ja, am Anfang gab es schon viele hängende Köpfe, das ist, glaube ich, klar. Mit dem Ergebnis hat keiner gerechnet, aber auch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat die Mannschaft auch nicht gerechnet, dass wir so einen Rückschlag bekommen. Wir brauchen 3 Punkte, das möglichst jedes Wochenende. Das optimistisch stimmt mich, dass die Mannschaft die letzten Wochen sehr, sehr gut gearbeitet hat. Wir auch ordentliche Spiele, mal losgelöst von dem letzten, gezeigt haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wir wieder bessere Spiele zeigen können als am letzten Wochenende. Aber die Arbeit auf dem Platz, da bin ich sehr zufrieden die letzten Wochen. Und das stimmt mich positiv, dass wir das Ziel Klassenerhalt schaffen können.